ja, zwischen 7 und 8 Stunden. Also im Prinzip ist es eigentlich fast wie eine Arbeit. Man muss halt an seinen Schwächen arbeiten und die sollten am besten nicht zu erkennen sein. Also erstmal das Wichtigste beim Profi ist, dass du an deinen Schwächen arbeitest. Also deine Schwächen werden ja meistens zum Problem, weil das erkennen natürlich auch deine Konkurrenten, wo du deine Schwächen hast. Von daher musst du da natürlich explizit dran arbeiten. Aber im Prinzip ist es natürlich eine sehr kompakte Sache. Du musst gerade als Mountainbiker, du musst in der Lage sein, Kraft zu haben. Du darfst nicht zu schwer sein. Du musst Ausdauer haben. Du musst fahrtechnisch gut drauf sein. Klar, in den heutigen Zeiten natürlich auch medizinisch. Du machst Leistungstests, um deine entsprechenden Schwellen zu definieren. Die kannst du dann über Garmin-Uhr letztendlich abfragen. Dann weißt du im Rennen genau, an welchem Limit und welchem Bereich du dich gerade bewegst. Oder macht es überhaupt Sinn, jetzt noch schneller zu fahren, weil ich eh schon am obersten Grenzbereich der anaeroben Schwelle bin. Das sind so Sachen, auf die muss man natürlich achten. Und um seinen Körper richtig kennenzulernen, braucht man natürlich auch da eine gewisse Zeit. Man macht mal Fehler, man lernt aus den Fehlern. Und so tunt man seinen Körper immer höher und wird also immer leistungsfähiger, immer effizienter. Und wie gesagt, man muss halt an seinen Schwächen arbeiten und die sollten am besten nicht zu erkennen sein. Ich sage mal, wenn man vom Tag ausgeht, ja, so Montag ist meistens so nach dem Renntag eher so ein kleiner Ruhetag, also zum Relaxen, wo du sagst, fährst so 2 Stunden vielleicht, machst Sauna, einfach ein bisschen mehr noch Stretching. Und den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind eigentlich eher so intensiven Tage und da kommst du mit allem drumherum, mit Laufen, je nachdem mit Krafttraining, Techniktraining, Ausdauertraining, Zirkeltraining, kommst du so auf ja, zwischen 7 und 8 Stunden. Also im Prinzip ist es eigentlich fast wie eine Arbeit. Und Freitag ist eher der Tag, wo du ein bisschen weniger machst, um dann wieder am Samstag eine Vorspannung für das Rennen, was dann in der Regel am Sonntag stattfindet, da dann wieder maximal da zu sein. Also der Profisport ist ja ein breites Feld und als Fußballprofi verdient man sehr viel Geld, als Golfprofi im Prinzip auch, wenn du vorne bist. Im Radsport ist es schon weniger, aber ich würde mal sagen, in dem Moment, wo du in der Lage bist, unter den Top 10 zu fahren, besser noch Top 5 oder noch besser noch, wenn du Weltmeister geworden bist, dann bist du natürlich interessant wie die Industrie, speziell natürlich in dem Fall für die Fahrtindustrie. Und dann hast du natürlich gute Sponsorenverträge, du bekommst auch Startverträge, also Startgagen, dass du bei den entsprechenden Rennern Start gehst. Und damit hast du natürlich dann schon eine gute Möglichkeit. Aber alle Rennfahrer, die so um die Plätze 10 weiter nach oben, da wird es schon schwierig, da macht man es schon viel auch, weil es einem einfach Spaß macht.